habt ihr denn damals so Sales und Marketing? Was hat denn sich da während Corona ja bei euch verändert? Weil ihr habt ja auch aktiv, ja, welche Kanäle habt ihr denn betrieben am erfolgreichsten? Ihr seid ja schon Marketing und Sales ja ziemlich präsent auch gewesen vor Corona dann auch, oder? Was sich während Corona ja schlagartig verändert hat, ist, dass wir live nicht mehr stattgefunden haben. Ja, ja. Keine Autos mehr, die durch die Stadt fahren, keine Mitarbeiter mehr, die mit Branding auf Events stehen. Ja? Also sozusagen eigentlich das, was uns vor Corona so getragen hat, ja, dieses Word of Mouth, ja, war natürlich sozusagen gestoppt, weil die Leute nicht mehr gesprochen haben miteinander. Ja. Ja? Und für uns der wichtigste Kanal ist die Event-Location, ist die gute Zusammenarbeit mit einer Event-Location, ja? Weil es einfach so ist, sozusagen, ich beschreibe es immer ungefähr so, es gibt 10.000 Unternehmen, also Beispiel, 10.000 Unternehmen, die lassen sich von 1.000 Agenturen die Events planen und das findet dann in 100 Event-Locations statt. Ja. Und genau, und unsere Herausforderung ist eigentlich, dass man schon sagt, dass wir deutschlandweit, ja, also weil Berlin ist the hero, also, also unser Target sind ja sind nicht Veranstaltungen, also nicht Berliner Firmen, die Events machen, sondern sind Veranstaltungen, die in Berlin stattfinden. Aber es kommt ja auch Microsoft und sozusagen macht eine Veranstaltung in Berlin. Ja, ja, also so. Ja. Und da ist im Prinzip schon sozusagen, also unsere Herausforderung ist, wie erreichen wir denn eigentlich eine Firma in Stuttgart? Ja. Ja. Dass die Firma in Stuttgart sagt, na, wenn ich nach Berlin komme, dann muss ich mit Berlin Cuisine gehen. Ja. Was sind denn so die erfolgreichsten Channels, die ihr generell habt? Also ich würde nach wie vor sagen, sozusagen unser Key Account Management sozusagen, also das ist eigentlich sozusagen unser erfolgreichster, ja. Und dann haben wir mit euch, ja, ja im Prinzip sozusagen eigentlich das erste Mal geschafft, wirklich sozusagen diese zielgerichtete Kundenansprache, ja. Ja, von wirklich den Firmen sozusagen, die auch solche Veranstaltungen machen. Ja. Ja. Was waren so die Message, weil das ist ja, wir hören es ja immer wieder, es ist ja unser täglich Brot und Butter, dass diese Erstansprache ja, die ist ja schwierig. Also dass ja, du jetzt halt vor allem im Bereich zum Beispiel jetzt Catering jemanden ansprichst, wieso sollte der jetzt ein Gespräch mit dir buchen? Das hat ja bei euch ja super funktioniert ja auch. Also wir hatten ja auch over the average Antwortraten. Was waren denn so die Keywörter, so wie sagen ja auch diese Message Market Fit, das waren so die Keywörter, wo du sagst, das hat so die Corporate-Leute so wirklich ein bisschen wachgerüttelt, da haben sie sich mal eine halbe Stunde Zeit genommen. Was waren das bei euch? Ja, das ist eine gute Frage. Also die Keywörter waren sicher Sustainability, nachhaltiges Catering, innovative Food-Konzepte, also Food-Konzepte, die zum Kommunikationsziel passen. Aber ich weiß gar nicht, ob da, also ich glaube, da müsstest du verraten, was da sozusagen die Feinheit ausmacht, dass sozusagen dann auch die Antwortraten so hoch sind. Ja, genau. Ja? Sieht halt so aus, also wenn wir sowas sehen, dann gibt es halt so wenig Competition, die also bedient halt eine Nische, das sehen wir halt meistens auch. Und das weißt du ja sicher auch, das sehen wir halt, okay, die Message selbst, die ist unique, aber es gibt auch nicht so viele Competition, also nicht viele Wettbewerber und auch nicht viele Alternativen, die sowas anbieten. Alternative kann es sein, meine Kantine macht mir eine Currywurst dann für das Event dann halt zum Beispiel. Oder, oder es gibt dann noch Agenturen, die so richtig krasse Food-Konzepte bieten, die dann halt so den ganzen Markt dann für Events dann bedienen halt so. Das ist halt die Erfahrung, die wir machen. Habt ihr Competition in Deutschland, seht ihr sowas, die sowas ähnliches wie ihr machen, auch mit dem Branding? Also wir sehen schon viel Competition. Ich glaube, dass wir mittlerweile sozusagen uns auch auf einem Level bewegen, also sozusagen Level an Professionalität, ja, sozusagen den gerade die Corporate-Kunden auch brauchen, ja, wo dann glücklicherweise die Competition ein bisschen weniger wird, aber also ich sehe uns schon in einem Markt, wo wir schon ein bisschen Ellbogen ausfahren müssen. Ja, genau. Ja. Das ist bei euch halt richtig interessant, wie so ein Sales-Prozess abläuft, weil man muss ja das auch mal sehen und auch mal wahrscheinlich mal probieren ja auch, dass ihr kocht. Wie läuft das normalerweise ab? Jetzt online, das ist ja ganz interessant, ja auch online hast du vielleicht den ersten Zoom-Call mit dem Kunden. Was sprecht ihr da? Also du qualifizierst die ja wahrscheinlich auch. Kannst du mich da einmal durchleiten, wie das abläuft? Ja, das ist eigentlich ganz interessant, also weil man könnte meinen, dass man eigentlich das Essen ja auch vorher probieren will und deswegen, deswegen ist es eben so, im Idealfall ist der Kunde schon mal irgendwo bei uns live mit uns in Aktion, also sozusagen in Berührung gekommen.
Wir haben am Anfang, also es ist so, nur 5% der unserer Kunden, ja, macht wirklich ein Probeessen für die Veranstaltung. Das heißt also, es ist sozusagen so, the design drives the decision. Ja. Also es ist sozusagen so, es ist unsere Präsentation, es ist unsere... Wie macht ihr die Präsentation? Also sozusagen, Lead kommt, ja, dann vereinbaren wir ein Erstgespräch. Ja. Ja, im Idealfall vereinbaren wir das Erstgespräch schon über Zoom. Ja. Oder also sozusagen so, dass man sich auch sieht. Ja. Und dann letztendlich sozusagen, dann werden im Prinzip einmal die Bedürfnisse abgetankt. Ja, also ist immer noch da die Frage, was ist es für ein Lied? Hat er, also wir gehen jetzt mal davon aus, Kunde hat schon eine konkrete Veranstaltung im Sinn, also plant eine Weihnachtsfeier. Hm. Dann fragen wir den Kunden, was habt ihr letztes Jahr für eine Weihnachtsfeier gemacht? Was war letztes Jahr gut, was war schlecht, was ist dieses Jahr das Motto und so, und dann kommt dabei was raus. Ja? Und dann erstellen wir darauf basierend ein Food-Konzept und eine Präsentation. Hm. Ja? Suchen ihm gegebenenfalls die Location, ja, dann wird der Preis ausgelotet und dann kommt es schnell oder langsam zum Ziel. Also ich suche teilweise auch die Locations für die und dann kommt eine Eventagentur, die macht halt das Ganze drumherum, Organisation und ihr dann halt das Konzept des Food Caterings. Also wenn eine Eventagentur mit eingeschaltet ist, dann ist meistens, dass die Eventagentur uns aussucht. Also dann findet das Erstgespräch mit der Eventagentur statt, ja, genau. Und ansonsten macht halt das der Eventmanager bei Continental zum Beispiel oder bei... Ja, also sozusagen entweder die Firma hat eine eigene Eventabteilung oder einen eigenen Eventmanager oder eben die Eventagentur kommt dann zu uns. Okay, ja, spannend. Also wollt ihr jetzt wieder Sales hochfahren? Ich meine, es geht jetzt ja gerade wieder los, jetzt August 2021. Und habt ihr schon Pläne, jetzt auch Sales wieder hochzufahren? Oder? Absolut, ja, absolut. Also ich glaube, dass jetzt, also diese Post-Corona-Zeit jetzt für uns unglaublich, also sozusagen ganz tolles Wachstumspotenzial bietet. Ja? Ja. Nicht zuletzt, weil es einfach so ist, die Ressourcen am Markt sind sozusagen sind knapper geworden. Das heißt, glaube ich, die sich jetzt sozusagen gut... sozusagen da gut bewegen, haben sozusagen schon mal einen Vorteil. Es gibt jetzt auf jeden Fall Nachholbedarf. Ja? Mhm. Und, sage ich mal, die Themen, die wir vor Corona schon bespielt haben, ja? Also sozusagen, wir haben mit dem ganzen Sustainability-Thema zum Beispiel ja schon weit vor Corona angefangen, die haben jetzt nochmal so einen Push gekriegt. Ja. Ja? Und man wird das sehen, aber ich meine sozusagen jetzt vielleicht auch hinsichtlich sozusagen jetzt unserer neuen Bundesregierung und so. Ja. Also ich glaube, diese ganzen Themen werden einfach, wenn man guckt, wie viel, also die Automotive-Industrie ist wahnsinnig wichtig für die Veranstaltungsbranche. Mhm. Ja, und wenn man da alleine guckt, sozusagen, wie hat sich dieses Jahr die IAA total verändert? Ganz neues Konzept. Ja. Ja. Es gibt stehen Fahrräder auf der IAA. Wenn man dann sieht, wie viele Verbrenner werden noch neu zugelassen, wie viele Elektroautos. Also ich glaube sozusagen, da ist ganz große Nachfrage sozusagen an innovativen, nachhaltigen Eventkonzepten da, sodass wir auf jeden Fall Sales jetzt wieder hochfahren.